Also ich bin Marvin Koschelfer, komme aus Leipzig, bin 18 Jahre alt und betreibe Motorsport. Also mit 3 Jahren hat mich mein Vater das erste Mal auf einen Quad gesetzt. So hat das eigentlich alles angefangen. Und das Problem war in der ganzen Geschichte, dass ich mit dem Quad immer davon gefahren bin im Wald. Und dann haben wir gesagt, das ist einfach ein bisschen zu gefährlich. Weil mit 3 Jahren, da kann ja doch schon was passieren. Und da sind wir zur Kartstrecke gefahren nach Grimma. Da war ich in etwa 4 Jahre alt. Und da habe ich dann sozusagen meine ersten Runden im Kart getreten. Dann bin ich mit 8 Jahren meine erste Meisterschaft gefahren, bin dort gleich Dritter geworden und in den darauffolgenden Jahren immer erfolgreicher, habe die Europameisterschaftsqualifikation gewonnen, die deutsche Meisterschaft gewonnen und habe natürlich ganz am Anfang nie mit dem Gedanken gespielt, das später mal als Beruf auszuüben oder mal in die Formel 1 kommen zu wollen. Das kam dann erst so in den letzten 4, 5 Jahren, als man gemerkt hatte, man wird immer erfolgreicher und man hat eine Chance, ganz vorne mitzufahren. Also ein großes Vorbild für mich ist natürlich Sebastian Vettel, unter anderem auch Ayrton Senna, die mir beide gezeigt haben, dass man trotz Erfolg auf dem Boden bleiben kann. Und ja, jetzt dieses Jahr werde ich in der Formel 3 starten. Letztes Jahr habe ich die ADAC Formel Masters gleich auf Anhieb gewonnen. Da rückt natürlich der Traum und das Ziel Formel 1 halt irgendwo immer ein Stück näher und man kämpft einfach, dass man das auch schafft. Also ich bin sehr früh mit Rennspielen in Kontakt geraten, natürlich durch PlayStation, Computer oder was es da auch heutzutage alles für Möglichkeiten gibt. Und ja, sie faszinieren mich sehr, weil dort kann man sich sehr gut auf gewisse Strecken vorbereiten, die man jetzt im reellen Leben noch nicht gefahren hat. Seit neuestem auch Auto Club Revolution ist ein sehr tolles Spiel. Also ich habe da von Anfang an sehr gut reingefunden. Mir hat es gleich richtig viel Spaß gemacht, weil es auch sehr nah an die Realität gebunden ist und es ist für mich auch sehr wichtig, dass man irgendwo jetzt nicht wie bei Need for Speed oder so, damit kann ich ja nie wirklich was anfangen, was jetzt wirklich zu der Realität in Bezug steht. Für mich persönlich ist es natürlich schwerer, mich im virtuellen Bereich jetzt schnell vorzubewegen, weil ich da nicht die Erfahrung habe wie manche andere, die das jetzt häufiger sozusagen machen. Ich komme da auf der realen Strecke meistens auf Anhieb etwas besser zurecht als im virtuellen Bereich. Wobei ich auch sagen muss, jetzt mit dem neuen Spiel ACR hat das bei mir gleich richtig gut funktioniert. Also da gab es eigentlich keine großen Probleme. Ich habe mich von Runde zu Runde gesteigert. Und ja, es ist glaube ich überall so, dass die Übung den Erfolg bringt. Fällt es dir dann tatsächlich auf den normalen Straßenverkehr, fällt es dir schwer, dich da zurückzunehmen, also nach den Regeln auch Auto zu fahren? Also mit den Regeln ist es an sich kein Problem, es ist sehr schwer mit der Geschwindigkeit umzugehen. Dadurch, dass man in dem Formelwagen sehr tief drin sitzt, kommt es natürlich einem noch schneller vor, als es eigentlich schon ist. Wenn man dann zurück in das Straßenauto geht und man fährt 200 auf der Autobahn, dann kommt man sich da schon etwas langsamer vor als in dem Formelauto. Das ist so das einzige Problem an der ganzen Geschichte. Also das Gefühl für die Geschwindigkeit lässt unheimlich nach. Vor allem dann, wenn man direkt vom Formelauto ins normale Straßenauto geht. Aber mit der Zeit regelt sich das dann eigentlich auch. Das soll mich jetzt aber nicht als Rowdy hier darstellen.